Was uns aufgefallen war, als wir uns die Locations angeschaut haben, man hing immer in so einem festen Reglement fest. Das heißt, ich kam irgendwo hin und musste mich zu 99% nach deren Regeln richten, was mir persönlich gar nicht gefallen hat. Und bei der Villa Media war es dann die erste Location, wo wir gesagt haben, pass auf, wir bauen uns zusammen einen Plan und wir haben für jede einzelne Sache einen Kompromiss gefunden oder hatten sogar unsere komplette Freiheit, wie wir das alles durchziehen konnten. Also wir haben in jeder Situation richtig viele kreative Vorschläge bekommen, womit wir gar nicht gerechnet hätten, weil wir hatten uns erst gedacht, dass wir uns das alles selber überlegen müssen. Aber durch die Villa Media haben wir dann echt viel Support bekommen. Und auch gerade bei Sachen, wo wir gar nicht dran gedacht hatten, wo wir dann uns hinterher echt noch umgeschaut hätten, wurden wir schon vorgewarnt, Alternativen vorgeschlagen und letztendlich hat alles super dann gepasst. Eine andere Sache war zum Beispiel, dass uns gar nicht bewusst war, wie das ist, 180 Menschen einen ganzen Tag lang zu verpflegen und zu entertainen. Da wurden wir dann auch noch gewarnt und uns wurden viele Tipps gegeben, weil du hast 15 Leute zu Hause und die kannst du immer entertainen und jeden bespaßen. Bei 180 Leuten sieht das dann ganz anders aus, da haben wir auch super Tipps bekommen. Und als wir dann von der Trauung zur Villa Media hingekommen sind, wurde uns das alles abgenommen. Das heißt, es wurde alles vorgesorgt, dass jeder Gast die ganze Zeit bewirtet und bespaßt wurde. Und da haben wir auch extrem gutes Feedback hinterher von unserer Gesellschaft bekommen. Ja, also es waren alle mega begeistert. Das Essen war echt einmalig. Wir hatten zwei verschiedene Buffets mit Barbecue draußen und Live-Grillen von Fisch und Fleisch. Also es war schon mega abgefahren einfach. Der Lachs war der Hammer. Auch eines der größten Feedbacks von unserer Gesellschaft. Genau, alles, wo wir keine Ideen hatten oder uns ein bisschen Sorgen gemacht haben, das haben wir einfach an Marie abgegeben. Und ja, wurden da super supported. Genau, was auch mega positiv war, ist, dass hier tatsächlich noch zwei Veranstaltungen im Haus liefen und man sich eigentlich so gar nicht vorstellen kann, dass jetzt, wenn da noch eine Hochzeit oder irgendeine andere Veranstaltung ist, dass man davon gar nichts mitbekommt. Aber es war einfach tatsächlich so, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe und auch, ja, also man hört nichts, man sieht nichts und das Personal, was für einen eingeteilt ist, ist auch einfach hundertprozentig für uns da gewesen, oder? Ja, das stimmt. Und was ich auf jeden Fall noch dazu sagen möchte, ist, als wir uns mit der Marie zusammengesetzt haben und den Ablauf besprochen haben, hat die Marie uns die ganzen Leistungen aufgezählt, die wir bekommen werden. Und das hörte schon gar nicht mehr auf, weil das von morgens bis abends ging. Und wir wurden immer kleiner in unserem Stuhl und haben uns gedacht, okay, jetzt gleich haut die Marie den Preis raus und dann können wir wieder nach Hause gehen. War aber tatsächlich nicht so. Wir waren positiv geschockt, dass wir uns das, dass das in unser Budget gepasst hat. Und da waren wir echt überrascht für die ganzen Leistungen, die wir bekommen haben. Also echt alles super. Kreativität, Flexibilität, eine Menge Spaß und einfach eine runde Sache.